Wir haben erstens gut verhandelt. Die Europäische Kommission hat das weltweit breiteste Impfportfolio verhandelt mit 6 verschiedenen Herstellern. Das heißt, wenn alle Impfstoffe sich gut entwickeln und ein Erfolg werden, dann werden wir mehr als 2 Milliarden Impfdosen haben für Europa, aber auch für seine Nachbarschaft. Und 18% davon werden Deutschland zur Verfügung stehen. Zweitens, wir sind gut vorbereitet. Wir haben eine gemeinsame europäische Impfstrategie entwickelt. Und es zeigt sich wieder, dass es besser ist, von 27 gemeinsam zu lernen, als alleine den Weg zu gehen. Und drittens, wir beginnen heute ein weltweit einzigartiges Impfmonitoring in Europa. Das heißt, dass von heute an tausende Institute, aber auch Expertinnen miteinander vernetzt sind, um in Echtzeit in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten, wie gut die Impfstoffe funktionieren. Insgesamt zeigt sich wieder, dass es einen großen Mehrwert gibt für eine europäische Gesundheitsunion.